Andere haben Haus und Boot, ich habe Hausverbot. Noch ein Bier, raus und los, laufen los, verbraucht und broke. Kein Gedanke, normal, alles egal. Rahmen wie ein Ball unterwegs, bis die Annahme zahlen. Architekt, Partyalarm, bam, bam, bam. Der Track war ja eigentlich schon auf meiner letztes Jahr veröffentlichten EP drauf. Da er aber eindeutig zu meinem Album gehört, habe ich ihn mit draufgenommen. Also auf der EP waren 3 Tracks. Vergessene Welt habe ich auf der EP gelassen und 2 mit aufs Album genommen. Und das war ein sehr komplizierter Entstehungsprozess, denn gedreht haben wir es eigentlich zu der EP schon. Philipp Legatis hat damals mit 2 anderen Hannoveranern das gedreht sozusagen, im Greenscreen gedreht, und dann ist sozusagen der Kontakt abgebrochen. Dann habe ich das Rohmaterial bekommen. Mikis von Fame Fabrik hat das dann für mich nachbearbeitet, ist mir sozusagen, hat mir unter die Arme gegriffen und genau, mir geholfen, dass das Haus steht sozusagen. Ist auf jeden Fall ein buntes Video geworden, anders als eigentlich geplant, aber es gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Hook kann ich allerdings selber schon nicht mehr hören, so. Auf jeden Fall mega stressige Hook. aber mega gute Parts auf jeden Fall. Also hör ich das an. Ja, ich hatte so eine wilde Zeit auf jeden Fall. Und genau aus dieser Zeit ist auch dieser Track entstanden. Ich war ganz gerne mal in Gütersloh in der Villa feiern. Und da wohnt auch einer meiner besten Kollegen oder einer meiner besten Freunde, Schröder halt. Kommt auch drin vor, Schröder, das muss weiterlaufen. Heiße geile Weiber draußen, Bielefeld, Sonntag, 15 Uhr, leises Rauschen. Leises Rauschen ist übrigens eine Partyreihe in Bielefeld gewesen, so outdoor-mäßig, wo Leute sich einfach for free draußen getroffen haben und gefeiert haben. Und es war halt eine wilde, schöne Zeit so. Es war auch vor allem die Zeit, nachdem meine Familie sozusagen auseinandergebrochen ist oder ich mit der Mutter meiner Tochter nicht mehr zusammen war und so einen ziemlichen Kopfstress hatte. Und dann stand Schröder irgendwann vor meiner Haustür und gesagt, Architekt, komm mit, ich zeig dir mal was. Und dann sind wir halt ein paar Mal losgegangen so. Und genau aus der Zeit ist es halt entstanden so, ja. Ich steh voll zu dem Track so, aber es ist halt, ich habe es halt auch ungefähr, also ich habe sehr oft gehört und von daher sozusagen das war ja eine EP-Trilogie geplant. Und vieles von diesen 3 EPs ist auf dem Album eigentlich gelandet, aber dadurch, dass dieses Projekt sozusagen nicht funktioniert hat, da die Zusammenarbeit sozusagen abgebrochen ist, habe ich trotzdem mich dafür entschieden, diesen Track mit draufzunehmen, weil er einfach zu diesem Album gehört. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber es gehört zu diesem Album so, ist einfach so. Außerdem haben wir das Video jetzt ja auch erst jetzt zum Album veröffentlicht und von daher werden es natürlich die harten Fans gehört haben, aber jetzt natürlich eine größere Hörerschaft erreichen. Backspin.